Und weiter geht's mit Let's Play The Cave. So, wir haben einen Hammer. Und die Schüssel. Und wir müssen diesen verdammten Hund füttern. Tja, die Frage ist, was machen wir jetzt? Ja, wir müssten. Empty Camper Bot. Nee, voll. Das ist nicht sehr voll. Full Jumperbot, ja, aber mit Wasser. Das können wir jetzt mit Wasser anfangen oder einem Hämmerchen. Egal, ich probiere es trotzdem nochmal und werde. Das ist unmöglich, hä? Das Dogfood ist da unten und der Schlüssel ist ja weiter oben, ne? Na, ich sagte nach oben. Zack. Da ist der Ver Umbrella. Ich meine, den haben wir denn jetzt auch schon irgendwie mal benutzt? Ich glaube fast, aber okay, wir können es ja einfach nochmal ausprobieren. Ich habe das Spiel inzwischen wieder neu geladen. Eine neue Session, kann man so sagen. Ein erstochener Teddy, der ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen. Das ist ziemlich frech. Kann man da vielleicht noch. Ah! Ha! Boah, das Bett klingt aber hart. Das ist I might be going out on a limb here, ja? But I don't think those kids are as sweet and innocent as their pasty white skin and vapid soulless eyes devoid of life would suggest. Ja, davon gehen wir mal aus bei der Aktion. Da sieht man auch den Hund, der ist auch sicherlich so freundlich. Ja, da kann man nichts benutzen, da müssten wir unten rein. Wenn man das Bett kaputt macht, ob das was bringt. Lassen wir jetzt einfach mal so dahingestellt. Chuck the plant. Das kneiß ich nicht. Oh, das ist ja by the way unser. Chuck the plant. Können wir da nicht irgendwie was machen oder so? Dass wir vielleicht auf die Pflanze rauf und dann so rüberspringen können? Schwierig. Drück einfach überall mal E. Study Door. Study Door, das ist ja ganz nett, aber ich glaube kaum, dass die zwei hier lernen. Da geht's wieder nach oben. Ups. Nee, komm. Nach oben und nochmal. Ach so. Also nach Richtung vorgeben auch. Nee, das ist nicht das. Aber das ist zumindest das Falsche. Da ist auch nichts mehr. Mal hier. Ich habe eine Idee. Moment. Können wir das Ding schieben? Ja. Das schieben wir jetzt runter und versuchen es in unser Zimmer reinzuschieben, sodass wir dann darauf können. Was das vielleicht bringen soll, weiß ich auch nicht, aber es ist derzeit meine einzige Idee, dass wir irgendwas machen können. So. Ouch. There goes the fine china. Entschuldigung. Und die Treppe runter auch noch. Ah, dann aber schräg. There goes the broken china. Richtig. Oh, Moment mal. Das hat uns jetzt getötet. Shoot. Was bringt das jetzt eigentlich, dass ich das da runter. Jetzt kriege ich es nicht mehr rauf. Das ist nicht hilfreich. Ja, da kommen wir noch in Living Room. Okay, vielleicht müssen wir aber damit weiter runter, weil ein Kommentator ist ja immerhin dabei. Ich schaue jetzt gerade, wo das hinkommen könnte, wenn wir es hier überall runterschieben und wirklich ganz runterbringen. Da können wir ja dann da, können wir es ja nicht weiterschieben dann. Wie würde es eigentlich hierher What was that crash I heard upstairs? Oh. Mama? Nicht überraschen oder erschrecken, aber ich werde hier jetzt eine Kiste runterbringen. Und wenn ich sage, ich werde eine Kiste runterbringen, dann meine ich, ich werde sie ganz sachte und mit viel Gefühl werfen. Da kann man nämlich nicht weiter, da ist ja auch diese Stufe. Und das Zeug muss dann wohl runter. Aber was das bringen soll? Ah. Springen und... So rüber und jetzt lassen wir es los. Jetzt arbeitet das schon für uns. Brauchen eigentlich nur draufstehen. Das ist fein. Ah, da müssen wir anschieben.
Oh, jetzt wird der Vater natürlich meckern. Hi, Papi. Ups. Ja. Es arbeitet sich voran. So, und das wird jetzt sehr interessant. Weil, was das eben bringen soll, dass wir das hierhin verschieben. Würde mich persönlich erstmal interessieren. Oh, are you kids building a fort? Oh, that's so cute. Vielleicht können wir aber nur damit. Das glaube ich jetzt fast nicht, aber naja. Ah, denn doch, ja, ja. So kommen wir das damit in den zweiten Stock. Haha! Es hat also doch was gebracht. Moment mal, das einzige Item, das bis jetzt nichts gebraucht hat. Mit dem Regenschirm haben wir ja schon diese Leiter runtergeholt. Dann nehmen wir aber das Teil mit, statt dem Regenschirm. Oh, I need to clean the attic. Ja, das ist schön, Mama. Wir müssen hier trotzdem weiter. Na, falsch. Müssen wir nochmal nach oben, weil es ist immer noch nicht hoch genug. Müssen wir erst in unser Zimmer, glaube ich, im zweiten Stock ist das. Werden wir gleich sehen. Da haben wir ja vorher noch nicht vorbeigekonnt. Ja, das bringt jetzt aber leider nichts. Schön verbuggt hier. Ah. Das muss nochmal nach oben, oder? Ich schaue gerade mal. Ja, das muss nochmal nach oben. Also gehen wir nochmal runter und betätigen nochmal den Schalter. Dann wird das ja wohl in den dritten Stock jetzt los. War irgendwie klar, dass wir den ganzen Weg nochmal laufen müssen. Ah, Umbrella. Please don't touch the soup, my dears. I have all the ingredients just like you like them. Jetzt ist das Ganze im dritten Stock. Jetzt passt's auch. So. Wir wollen rausspielen. Dafür müssen wir erst einmal das halbe Haus verwüsten. Na, vielen Dank. Ja. Was soll ich sagen? Irgendwie steht's doch irgendwie gar nicht dafür, aber. Was soll's, ne? Ups, dann müssen wir nochmal eins nach oben. Die Kinder haben ja vor allem den eigenen Liftzugang in dem Zimmer. Das ist ja auch so eine tolle Sache. So, und jetzt kommen wir dahin. Nach oben. So, rüber. Nochmal nach oben. Bin jetzt gespannt, was das bringen soll. The smell of rotting sewage floating in the Thames. Thick industrial smoke choking the air, and horse manure piled high on every street corner. Ah, it must be springtime in London. Ja. Ah, jetzt kommen wir ja durch den Abzug. Oh. Wir müssen erst den Ofen ausmachen. Müssen wir dafür vielleicht das Wasser reinkippen oder so? Benutzen wir es einfach mal. Ja. Dann hört's auf zu qualmen und dann ersticken. I'd make a Mary Poppins joke right now, except that it's not in the public domain, and I don't want to get sued again. Ja, so well, the twins have the run of the house now. What kind of mischief will they get into next? Eine sehr gute Frage, aber jetzt haben wir es zumindest einmal so weit geschafft, dass wir diesen Schlüssel bekommen haben. Da ist auch ein Ding. You know I'd let you go out and play, but your mom is almost ready with our supper. Yo, Chef. Jetzt können wir endlich diesen doofen Hund da Futter besorgen. So. Dog food. Moment, wo geht's hier hin? We have now reached the grimmest part of our grim story. For that small box shoved into the corner is the ticket out of this house for the twins. Let's watch, shall we? If you dare. Rattengift? Du wirst doch wohl nicht den Hund töten jetzt, oder?
Also, ich sag's nochmal laut, da sollte man das jetzt in der Aufnahme nicht gehört haben. Du wirst ja jetzt wohl nicht den Hund töten, oder? Egal wie, da gibt's jetzt erstmal Hundefutter. Und da kommt der Hund. Das ist der Wachhund. Almost ready. So, jetzt sollen wir uns die Suppe abholen, oder? Oh, best not to touch the soup, my dear beautiful perfect twins. It's just the way you like it, and supper will be soon enough. Nochmal ein Regenschirm. Ja, wir haben... Wir sollen einen Hund füttern, jetzt haben wir das gemacht. Und jetzt? Jetzt ist toll, weil jetzt kommen wir da nicht weiter. Moment, kommen wir da irgendwie? Ja, da werden wir da... Da kriegen wir... Nee, das ist komplett sinnlos. Also da kommen wir nicht weiter. Was könnte uns denn jetzt dann... Nehmen wir mal einen Schlüssel mit. Was könnte uns denn jetzt davor schützen, dass wir da drauf gehen? Vor allem müssen wir da wieder irgendwie weiter runter. Dann mal was... Also was will jetzt die Mutter? Noch, warte mal, wo geht's hier hin? Was war das noch gleich? Hier kommen wir... Faucet. Ah, okay, da hätten wir, haben wir das Wasser hergeholt. Für den Ofen. So weit, so gut. Wo geht's jetzt weiter? Oh. Verdammte Scheiße, ich will die Suppe. No, no, no. Doch, doch, doch. Ich habe alles getan. Und den Hund gefüttert. Da kommen wir auch nicht durch. Das ist ja richtig geil. Moment, nee, so. Bestätigen. Und nach rein. Mal schauen, ob das was bringt, dass wir uns hier nach oben bringen lassen. Ich glaube sie ehrlich gesagt irgendwie nicht. Da steht auch Chuck the Plant. In unserem Zimmer nämlich, da steht ja Chuck the Plant. Kommen wir da irgendwo weiter, wenn wir da draußen irgendwie uns dann fallen lassen. Ja, da stürzt man aber viel zu weit runter. Chuck the Plant. Sollen wir wieder jetzt irgendwo ein Messer auftreiben oder so? Empty Chamber Bot. Ist ja auch relativ sinnfrei. Moment mal, ist da noch ein Raum unter uns, der von uns jetzt nicht benutzt wird? Noch benutzt wurde? Ah ja, schon. Living Room Door. So, Bookshelf. Noch ein Buch ausgeruchtet. Noch ein Buch ausgeruchtet. Look, I don't want to stereotype here, but has there ever been a set of twins that weren't evil? Das ist eine sehr gute Frage. This should do the trick. Rattengift. Well, not... Also, cute kids, a happy family. Well, not so cute after all. Didn't work quite as planned. Dann, das haben wir verpasst. Next time, more devious. Oh, das ist die Mutter. This should do the trick. So, das ist nur hier. Und so ein Secret freigeschalten. Schade. Mir irgendwie mehr erhofft. Hier gibt es auch nichts. Oh nee, jetzt bin ich wieder hier so feuchtfröhlich am Suchen. Nach der großen Antwort. Beziehungsweise Guard Dog. Können wir den Regenschirm benutzen, um uns ganz filmklassisch da runterfallen zu lassen, ohne dass wir uns sofort alle Knochen im Leib brechen? Ich glaube, das käme auf einen Versuch drauf an, wenn ich nur wüsste, wo ich den Regenschirm gelassen habe. Regenschirm vielleicht oben, weil haben wir die Schüssel nochmal geholt? Nee, Blitzende, die haben wir was geholt. Ah, wo könnten Regenschirme jetzt wirklich gelegen sein? Ich habe mir einen Regenschirm verlegt, das ist jetzt toll. Gehen wir mal alle Orte ab. Da haben wir den Umbrella. Ja. So, eines nach oben, dann kommen wir nämlich hier wieder raus, genau. So, und jetzt wird's interessant.
Nee. Also dieser Regenschirm. Nee, nehmt den auf. Benutzt ihn, benutzt ihn, benutzt ihn. Nee, 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 nee. Das ist der Trick nicht. Na gut. Also wir haben den Hund gefüttert und jetzt müssen wir irgendwie schauen, dass wir noch, was nicht, den Hund vergiften. Egal wie. Ihr werdet sehen, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss.